beschäftigt und habe gehofft, dass die Zwerge ein paar Freunde finden. Das haben sie auch geschafft, zu meiner großen Erleichterung. Und es wurden dann so viele Freunde, dass sie einen zweiten Band wollten. Und dann wollten sie noch einen dritten Band. Und ich dachte mir, so, Band 3, alles erzählt. Wir haben die schwarze Schlucht. In dieser schwarzen Schlucht verschwindet der Hauptheld. Und dann mache ich einen magischen Schirm an und jeder Leser kann sich selber ausdenken, was da wohl so passiert. Ja, habe ich gedacht. War aber nicht so, weil die Leser vom Autor wissen wollten, wie es weitergeht. Anderthalb Jahre E-Mails jeden Tag, es geht schon wieder los. Jetzt kriege ich E-Mails, wo der fünfte Band bleibt. Ja. Und es war nicht der Verlag, es waren andere Leser. Es wird jetzt schon auf dem fünften Band geschrieben. Und dann dachte ich mir, okay, noch zwei, drei gute Ideen habe ich und ich warte jetzt ein bisschen, bis das so zusammengebraut ist, dass ich das Ganze auch so schreiben kann, dass es auch mir Spaß macht und gefällt und dass die Story gut ist. Das ist das Hauptanliegen bei einer Geschichte. Und daraus kam der vierte Band und ja, deswegen bin ich heute Abend hier, unter anderem. Habe eine kleine Szene dabei. Ich mache die Lesungen mehr wie Kino-Trailer, dass man einen kleinen Eindruck bekommt, um was es geht. Voller böser Ahnung eilte Ingrim zu Tungin und schob das Visier mit dem Ende des Krähenschnabels in die Höhe. Tungins Züge waren ausdruckslos und die Augen schauten durch ihn hindurch in die Ferne. Oh, bei Frackers, was hat er mit dir gemacht? Er pochte gegen die Rüstung. Oder war die das? Das schwarze Blech scheint auch Nachteile zu haben. Ingrim nahm eine Handvoll Schnee und warf sie Tungin ins Gesicht. Und sofort flatterten die Lider und der Blick richtete sich auf ihn. Aha, die Starre ist gewichen. Ingrimsch atmete auf. Nicht ganz. Tungdil wurde rot vor Anstrengung. Ich versuche es hier, aber die Rüstung lässt sich nicht bewegen. Was? Ingrimsch stellte seine Waffe ab, packte den rechten Arm und versuchte ihn mit Kraft nach unten zu schieben. Die Scharniere blieben in ihrer Position wie festgeschmiedet. Alles, was er erreichte, war, dass Tungdil ins Schwanken geriet und rücklings in den Schnee fiel. Ganz hervorragend, Ingrimsch, bedankte er sich und klang keinesfalls glücklich. Ich werde hier drin erfrieren. Naja, das wäre doch besser, als einen eigenen Ausscheiden zu ersticken, oder? Ich finde das nicht witzig, Ingrimsch. Oh, hab keine Sorge, ich kümmere mich natürlich um dich. Wir bekommen deine Schachtel schon auf. Boindil sah zu den Ponys. Aber nicht hier draußen. Ich lasse dich von ihm bis zur Hütte ziehen und mit einem Pony kriege ich dich dann in diese andere kleine Hütte und dort an den wärmenden Flammen denken wir gemeinsam drüber nach, was wir tun können.